Einen so harten Kampf habe ich nur selten geführt. Doch zu meinem Glück hatte mir Meister Kayo ein paar Hinweise gegeben. Mit ihrer Hilfe konnte ich Dabra und Babidi schließlich besiegen und das Erscheinen des Dämon Bu somit verhindern. Doch der wäre mir lieber gewesen, als der fürchterliche Feind, der stattdessen auftauchte. Wer denn? Von wem sprichst du da, Trunks? Entschuldige, dass ich vorhin einfach auf dich losgegangen bin, Goku. Das muss dich sehr überrascht haben. Kein Thema. Schon längst vergessen. Weißt du, als ich dich sah, dachte ich zunächst, die Zeitreise sei irgendwie fehlgeschlagen und dieser grausame Feind stünde mir gegenüber. Das kapiere ich nicht. Drück dich gefälligst klarer aus. Moment noch. Dieser Kerl nennt sich Son Goku. Wie bitte? Übel. Du willst behaupten, dieser Kerl nennt sich Son Goku und hat dieselbe Hackfresse wie unser Spatzenhirn dort? Ja, genau so ist es. Mann, jetzt bin ich aber ganz schön baff. Aus irgendeinem Grund zeigt er sich immer nur in schwarzen Klamotten. Deshalb haben wir ihn Goku Black genannt. Das ist unfair. Das klingt ja viel cooler als mein Name. Also, ich finde ihn lahm. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Naja, es war dein zukünftiges Ich, Mutter. Was guckt ihr so? Ich bin nur für mein jetziges Ich verantwortlich. Wie du meinst. Jedenfalls erschien er eines Tages auf der Erde und wandte sich an die gesamte Bevölkerung. Er sagte, er sei gekommen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun und die Menschheit auszurotten.